Guten Morgen! Jo, und das Wetter sah wieder prima aus. Für die geplante Tagestour nach Frankfurt, Schafheim, Alzheim und zurück. Und natürlich deponieren vom OWL-Stein. Einen wunderschönen guten Morgen! Schönen Wochenstart! Ein Montag! Ja, ich fahre mal ein bisschen spazieren, ne, im Bereich Frankfurts und Schafheim und Alzheim und Wiesbaden und Mainz und Taunusstein. Echt jetzt? Ich bin hier voll mitten im Urwald. Voll schön. Ganz kühl. Und ganz saubere, frische Luft. Der Tag fängt schon geil an. Ich bin top zufrieden. Also man mag es ja jetzt glauben oder auch nicht. Ich fahre gerade mitten durch Wiesbaden. A little bit off-road oder so ähnlich, oder? Voll geil hier, voll schön. Ja. Und blauer Himmel. Eigentlich wollte ich ja den Sven überraschen. Aber der hat's wahrscheinlich geahnt und hat sich verpisst. Der Sack der. Das Viech hat mich schon vermisst. Ja, und dann bin ich mal schnell mal rüber nach Mainz und hab den OWL-Stein platziert, wie ich der kleinen Maus versprochen hatte. Und da liegt er nun. Und wer weiß, vielleicht liegt er da noch immer. Die Skyline von Frankfurt auf Steuerbordseite. Also, alle ihre Glocken hätten sie wegen mir jetzt nicht unbedingt läuten müssen. Frankfurter Musik! Denkmal für alle Bürgerinnen und Bürger, die damals in Frankfurt dem Nationalsozialismus die Stirn geboten haben. Dieses da ist übrigens der Main, nicht mehr der Rhein. Und weil das so schwer ist, nennen wir es einfach die Elbe. Zum Mittagessen mit Basti getroffen, aber der hat irgendwie so ein ganz merkwürdiges Lokal da ausgesucht. Borussia, der spinnt doch, oder? Von Frankfurt nach Schafheim, Käffchen bei Ina. Und jetzt im Anflug auf Alzheim. Moinsen, ein wenig Fähre fahren. Hier muss man dafür bezahlen. Bei uns in Schleswig-Holstein ist das meiste frei. Aber wir haben natürlich auch künstliche Gewässer. Und das hier, glaube ich, ist jetzt kein künstliches. Deswegen muss ich dafür abdrücken, 3 Euro. Krieg ich hin, oder? Ja, die grünen Bonbons da sehen ja ganz nett aus, ne? Sie sieht auch nett aus. Aber die Bonbons, die schmecken nicht. Ich sag's euch. Also wie man sowas futtern kann, geschweige denn saufen. Ich hab geerntet.
Die Trauben hängen immer ganz hoch. Wie kann man sowas essen und das Zeug daraus nur saufen? Das war's dann mit dem Off-Day. Und so ging der Tag zu Ende. Und die Tagestour war ganz schön vollgepackt mit ganz schön vielen Treffen und ganz schön vielen schönen Bildern und auch ein bisschen Motorradfahren. Ja. Leider ist Sigi in der ganzen Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, aber das ließ sich, da sie auch keinen Urlaub kriegte, dieses Mal nicht anders gestalten. Aber in der Zwischenzeit haben wir uns ja schon wieder getroffen und ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht. Insofern war es trotzdem schön. Und somit gute Nacht, bis gleich im Saarland und in Baden-Württemberg.